Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft, das gerade ein bisschen leckt, dem RPG-Projekt. Wir haben das letzte Mal das mit dem Towncraft mal in Ordnung gemacht. Ich habe den Kürbis. Kann man eigentlich Kürbiskuchen herstellen? Mal kurz, das gibt's hier gar nicht. ich glaube, ich brauche Eier und Zucker. Zucker haben wir doch. Zuckerrohr. Da haben wir gleich mal etwas. Es geht natürlich. Doch, es geht. Wenn man das jetzt so hier reinmacht. Ja, Kürbiskuchen. Prima. Also, ihr haltet euch artig hier. Wir gehen jetzt in diese Welt. Ich hoffe, es ist eine gute Welt. Age 5. Okay, also Zeitalter 5. Und einfach auf dieses schwarze Teil klicken. Und es wird eine neue Welt geladen. Wie in Multiverse. Oder Multiworld, je nachdem, was ihr kennt. Jetzt müsst ihr ein bisschen warten. Bisschen lame warten. Okay. Generation failed. Nein. Wir warten jetzt einfach, bis die Welt sich geladen, aufgebaut hat. So. Oh, was haben wir denn hier für eine schöne Welt? Können wir gleich mal spawnen. Erste Welt. So, wir haben Regen. Damit es uns nicht nervt. Und jetzt können wir jederzeit hier zurückkommen und das Buch. Toll. Wisst ihr was? Wir nehmen das Buch mit und gehen dann halt irgendwo anders raus. Wir brauchen ein bisschen Holz. Also hier können wir jetzt alles abbauen, farmen, griefen. Das ist jetzt hier wirklich kein Problem. Ich sehe, dass es da oben der Map nicht geladen wird. Kurios. Also wie ihr auf der Map seht, es gibt immer... Okay, hallo? Ich möchte gerne ohne Lags oder irgendwas spielen. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir wenigstens Holz. Jetzt gehen wir... Ich denke, wir können uns ja teleportieren, genau. Wir gehen jetzt zurück, tun dieses Buch dorthin. Und wir hätten mal die Monster anmachen, damit wir... Ja, okay, wir holen zuerst Essen. Es ist ein bisschen zu wenig Essen, genau. So, Crafting Table. Können diesen Kürbiskuchen hier runter tun und dann war das so oder so. Ja, so. Haben wir einen Buchständer. Gut. Und das Verbindungsbuch. Und immer schauen, dass sie das Verbindungsbuch am in der Overworld also aktiviert. Sonst landet die immer hier. Schauen wir mal nach Essen. Bevor wir dann auf Easy stellen. Okay, es scheint jetzt alles geladen zu haben. Gut. Aber es scheint, wir haben gar keine Tiere hier. Oh, Kürbisse. Gut, Kürbisse. Wir haben eine schöne... Also wird er irgendwie... Ding, Nachtsicht. Okay, das ist speziell hier. Hier ist wahrscheinlich eine Grundeinstellung auf Nachtsicht. Gut, dann holen wir hier die Akazien, die haben wir nämlich noch nicht. Ich denke, wir nehmen den da. Der ist frei. Frei von allem Ballast. Also es scheint, es ist nichts Negatives hier.
weil es gibt manchmal negative Sachen, wie zum Beispiel, dass ich alle Blöcke irgendwie rosa, also so pink, ja eher so violett färben. Und das ist nicht gut, weil die sind dann nicht mehr so gut abbaubar. Aber hier scheint alles okay zu sein. Wir suchen auch nach so Bibliotheken. Dort sind nämlich neue Pläne drin, die wir unbedingt brauchen können. Was ist das? Weiß gefärbter Lehm. Könnten wir ein bisschen abbauen. Ja, nämlich haben wir nämlich Sand auch. Sehr schön. Dann bauen wir mal ein bisschen weißer Lehm ab. Können wir schön ein Haus bauen daraus. Das sieht nämlich richtig spitz aus. Und oh, mit dem Carbon Blocks Mod dann auch noch umändern die Textur. Sehr schön. Aber nicht zu viel, Drago. Nicht süchtig werden. Abbausüchtiger Drago. Gut, da haben wir eine Bibliothek. Das ist sehr schön. Also die erste Welt ist wirklich schön. Da könnten wir auch mal irgendwas bauen. Warte, wir machen dann einfach eine neue Welt auf. Also es gibt sicher ein paar, wir werden sicher ein paar Bauwelten machen, zum Beispiel moderne Welten eher und so weiter. Und hier gibt es überall die Pläne. Unbedingt mitnehmen. Bücherregale mitnehmen. Und hier oben, wenn es keine Spinnnetze hat es manchmal auch Truhen. Da müsst ihr schauen, ob es gibt nur Spinnnetze. Können ein paar Fäden gebrauchen. So. Okay, dann haben wir alles. Dann gehen wir doch mal. Ja, das ist wieder ein Biom. Wie heißt denn die Baumsavannen? Dort drüben hat es wieder ein. Was ist das überhaupt? Tiger oder Tund? Ja, Tiger hier. Können wir kurz schauen. Also, das ist Forest Hill. Das ist Savanna M. Aber was bedeutet Savanna M? Mittel oder was? Mittel. Und das da drüben ist. Was? Zeig es mir. Ice Plains. Okay. Hier hätten wir. Gehen wir mal. Ja, wir gehen mal in die Wüste schauen, ob es dort ein paar Tempel gibt oder so. Ja, sie ist nicht groß. Aber ich sehe keine Tiere. Es spawnen hier überhaupt keine Tiere. Sonst hatte ich immer extrem viele Tiere in diesen Mistcraft-Welten. Ich habe mich aber nie extrem oft. Also. In einem Game extrem viele Welten gemacht und da Ding gesucht. Also ich weiß nicht so viel, was möglich ist und so weiter. Aber ja, ich kenne mich schon recht gut aus mit den Sachen, die wir machen können und so weiter. Also hier gibt es nicht, aber es gibt noch eine weitere Wüste. Hier gibt es also nichts. Kaktus könnten wir noch gebrauchen. Weil grüne Wolle und so weiter. Und es gibt auch ein paar Sachen, die so grüne, also Kaktusgrün braucht. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit den Mods wichtig ist. Aber zum Beispiel bei dem Pflanz Mod braucht man grüne Wolle. Aber den haben wir ja nicht drin. Weil er auch nicht so ganz gut passt zu unserem Projekt. Ich könnte dann mal ein anderes Projekt machen mit dem Pflanz Mod, aber ja, ich finde ihn persönlich nicht ganz so gut. Okay, wir haben Schweine. Das heißt, Schlachtfest.
Wir haben relativ wenig bekommen. Hier haben wir noch. Da können wir Monster anmachen. Hier mache ich aber zuerst auch noch Keep Inventory an. Sonst ist es böse. Also wir könnten immer wieder zurück, aber wenn mal Items irgendwo reinglitschen oder so, ist es nicht so gut. Also ich hab's lieber so, dass ich jetzt nicht so schlimm alles einsammeln muss, neu und so. Ich hab's einfach nicht gern. Also es ist für mich keine Herausforderung, es ist für mich eher ein Troll. Da möchte ich es gerne anhaben. Also. So. Und jetzt können wir gleich Monster anmachen. Dann können wir mal ein bisschen farmen. Wir haben 25. Wir müssen es zuerst. Braten. Steine bitte. Nehmen wir gerade ein bisschen mehr Steine für zwei Öfen. Ist das genug? Ja. Nein, sind nicht genug. Also zuerst machen wir hier Kohle. Und danach machen wir Schweinefleisch. Geben wir mal ein bisschen Kohle. Dankeschön. Schweinefleisch rein. Noch nicht so viel. Schön helles Fleisch. Aber ich mag dunkles Fleisch lieber, also Kuhfleisch. Büffelfleisch habe ich gern. Aber das gibt es leider nur sehr teuer bei uns. So. Gut, also Nahrung haben wir bald genug. Was wir jetzt wegschmeißen können, ist das. Akazienholz zusammenstecken. Erde können wir wegschmeißen. Eier. Und Pflasterstein. Machen wir noch ein paar Fackeln. So, genau. Okay, ich denke, das reicht. Wir machen auf einfach. Jetzt müsste es nur noch Nacht werden, aber es wird bald. Ah, schön, Monster. Aber eben. Ich mag's nicht, wenn die Monster plötzlich sich anschleichen und immer meinen, sie seien die Besten, wenn sie mich in die Luft springen können oder abschießen können. Da mache ich in diesem Projekt am liebsten nur Monster an, wenn wir in einer anderen, also in einer Farmwelt sind. Da haben wir auch die Herausforderungen, aber müssen nicht auf Bauwerke achten und so weiter. Also dass immer schön ausgeleuchtet wird und so. Das nervt einfach. Wieso müssen Spawn-Monster dort spawnen, wo es dunkel ist? Wieso kann man nicht irgendwie machen, dass Monster nur irgendwie auf Cobblestone spawnen, also auf Steinen, auf normalen Steinen und Pflastersteinen spawnen können und so. Oder in der Wüste können vielleicht andere Wesen spawnen. So. Aber Minecraft ist eigenwillig ein bisschen. Von Mojang. So, wir haben 25 Fleisch, ist das nicht schön? Wir gehen jetzt mal weiter. Ich mache hier auch ein Waypoint. Öfen. Ist das ein großes NL? Also, los geht's.
Ja. Es muss noch ein bisschen dunkler werden. Ah, da ist Kohle. Sehr schön. Dort unten nach. Ah, das Projekt wird so viel Spaß machen, wenn wir dann richtig die Rohstoffe haben. Das wird jetzt recht schnell gehen, weil wir alles abbauen können. Und dann das richtig schöne Bauen beginnt mit vielen Rohstoffen, alles Mögliche. Das ist so cool. Ich hoffe, wir finden so bald wie möglich so ein farbiges Biom, ein Lehmbiom, um dann richtig schöne Dinge zu haben, damit wir auch eine Stadt, eine Zukunftsstadt haben können und so. Aber ich denke, je nachdem, was wir so finden, also was wir für Welten haben, werden wir die Zukunftsstadt natürlich auch im Ding machen, in der Dingwelt, weil wir haben genug große Gebiete. Die Welt ist genug groß, die sind auch genug groß. Also ich sehe einen Creeper, mehrere Skelette hier unten irgendwo. Also hier ist nichts mehr. Ja, Holzkohle kann ich drin lassen. Dann habe ich noch ein paar Rohstoffe. Also wir gehen jetzt mal da drüber zu den Creepern. Die sollten irgendwo hier sein. Es wird leider noch nicht. Es wird erst morgen. Aha. Okay. Also ist das Skelett auch nicht hier, auch wenn es hell ist. Weil hell bedeutet meistens auf der gleichen Ebene. Aber nicht ganz. Also, ja, es kann 10 Meter unter uns sein und so weiter. Dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwo auch noch eine Bibliothek finden. Ah ja, ich wollte mal die große Map, Zahns Minimap installieren, das habe ich vergessen. Aber werde ich dann in 2 oder 3 Folgen machen, weil ich möchte jetzt eine Aufnahmesession aufnehmen. Die brauchen wir nämlich jetzt noch nicht so unbedingt wichtig. Also wir haben hier irgendwo eine große Map. Ne. Auf diesen Tasten sind nichts. Weil manchmal ist die große Minimap auch auf C oder B, aber die ist auch nicht hier. Okay, haben wir eine Wüste, sehr schön, da können wir offen kämpfen. Mehr der Nacht, ich brauche die Nacht. Ich brauche Dunkelheit. Wie sind die Jäger der Nacht? Gibt es ein Lied? Kaktusse farmen, bis es dunkel. Es wird irgendwie gar nicht dunkel. Das ist jetzt Sonne, es ist wieder Tag. Da müssen wir unterirdisch gehen. Weil es ist zu wenig dunkel für die Monster hier unten oben. Das meine ich. Dass es für uns nie dunkel wird, ist klar, aber ich dachte einfach nicht daran, dass wirklich für die Monster zu wenig Nacht wird. Also dann gehen wir irgendwo runter. Ja, wir graben uns runter. Am besten irgendwo tiefer gelegen. Oh, Hühnchen. Aber die brauchen wir jetzt nicht, sonst ist unser Inventar richtig voll. Ja, hier werden wir es mal. In diese Richtung.
Ich hoffe, hier spawnen irgendwo dann Monster. Naja, gehen wir jetzt zurück am besten. Ich werde eine andere Welt machen, wo es nicht Nacht wird. Medium Biomes, okay. Und werde jetzt... wie haben wir gesagt? N. Radar, nicht Radar. Wegpunkte, Spawn, erste Welt. Und jetzt gehen wir zurück. Da müsst ihr aufs Blaue klicken. So. Grüße. Schön, jetzt haben wir schön viel Fleisch. Oh, jetzt leckt es wieder ein bisschen. Jetzt haben wir schön viel Fleisch. Hier haben wir Kürbisse, Kürbiskuchen. Gebratener Fisch könnte ich auch weglegen. Dann machen wir die Page hier rein. Kaktus. Akazien-Setzlinge. Ja, die müssen wir jetzt nicht anpflanzen. Lesepult, Erde, Buch. Bücher sind sehr gut, dann so für Regale. So, wie geht es euch? Wollt ihr ein bisschen Weizen? Genau. Jetzt habt ihr hier Weizenkörner für die Hühnchen. Kommt. Ah, die stecken jetzt in der Ecke fest. Wieso stecken die immer in der Erde fest? Komm mal. In der Ecke. Ach Mist. Dann hier. Die Kühe stecken nicht fest. Also wenn zu viele in der Ecke feststecken, müssen wir eins niedriger machen hier bei den... Keine... ja. Keine rosa Schafe, bitte. So, dele. Gut. Kurz schlafen. Gut, ja, ein Haus bauen oder meinen gehen. Oder eben Monster jagen. Hier bräuchten wir noch. Ja, Häuser. Haus bauen, denke ich mal. Ich werde in diese Richtung noch ein bisschen Holz fällen für andere Gärten. Also das zum Platz machen für andere Gärten. Und, ja, wir brächten mal die Melonen-Seeds. Und ich habe schon wieder meine Fliegenklatsche nicht hier, weil eine Fliege wieder extrem nervt. Einen Bauer neben dran zu haben, ist richtig scheiße. So, und diese Baum auch noch fällen. Okay. Dann haben wir genug Platz für die anderen. Ich bräuchte noch für den Boden die hier. Ich weiß nicht, ob Akazien-Dingbretter so gut aussehen für den Rand, nein, ich denke nicht. Wir bräuchten wirklich die Schwarzeichenbretter. So, nein, nicht so. Gut, den Boden können wir mal schon fertig machen.
Wir müssen Eichenbretter irgendwie finden. Ja, in eine neue Welt will ich jetzt nicht gerade schon. Wir gehen jetzt mal wieder auf Erkundung. Dann haben wir etwas zu tun. Und wenn wir dann eine gute Welt haben, gehen wir auch meinen. So. Ich muss Carpenter-Blöcke herstellen. Dann muss ich noch den Hammer oder den Meißel rausnehmen. Nehme ich beide raus. So. Nein, du bleibst hier. Haben wir nur noch so viel, so wenig Eichenholz? So, ich werde noch 16 herstellen. Dann haben wir 50. Und, ja, jetzt müssen wir das noch umändern. Zuerst möchte ich schauen, wie sich der Boden, also wie der Boden aussieht, wenn wir hier ein bisschen ändern. Ja, das sind alles ein bisschen. Das ist alles schlecht irgendwie. Schade, ich hätte gerne ein schönes Muster gehabt. Vielleicht müsste ich den Schüsselmod mal raussuchen. Vielleicht gibt es dort bessere Sachen. Na, es reicht nicht ganz. Mist. Also müssen wir etwas anders machen, und nämlich das ist erkunden. Wir können das Fleisch gleich noch essen. Dann haben wir volle Lifebar. Legen die Werkzeuge rein und gehen nach Osten. So. Also nach Osten. Dort haben wir den See, ich könnte dorthin teleportieren. Genau. Und da gehen wir mal links herum. Vielleicht finden wir auch eine schöne Höhle, die tief runter geht. Können wir gleichzeitig noch meinen. Mal schauen. Oh, hallo Küchen. Eben, das ist kein Meer, das ist ein See. Ich müsste mal schauen, wenn wir jetzt hier reingehen. Ja, das gehört zu Forest, also ist es ein See. Hier hätten wir einen schönen Lehm, ein Lehmvorkommen, aber eben, ich möchte hier nicht Lehm farmen in dieser Welt. Okay, überall Waldbiom. Nun gut. Ein paar Fliegenpilze mitnehmen. Ja, nein, die lasse ich. Die finden wir überall. Und wir haben ja, glaube ich, auch irgendwo angepflanzt. Ja, bei der Mine. Hier ist irgendwo Lava. Ja, ich möchte gerne ein anderes Biom. Gehen Richtung Est. Ja. Wir wandern gegen Osten, in den fernen Osten. Oh, ich habe keinen Dampf mehr gehabt, ich habe nicht mehr gerannt. Oh, eine Schlucht. Was ich unbedingt möchte, ist noch so eine Minenbahn, eine Lorenbahn durch eine Schlucht oder so. Und dann Vergnügungspark. Oh, wir könnten einen super Vergnügungspark bauen. Okay, was ist hier? Eine Doppelschlucht. Das ist doch mal prima. Stuntman Drago. Ja, ich möchte hier nicht alles kaputt machen.
Ich denke, ich werde diese Schlucht dann für einen Vergnügungspark Ding benutzen. Leider haben wir hier nichts Anständiges. Ja, wir sind erst auf Ebene 24. Mist. Hier ist Lava. Das ist schlecht. Wir müssen jetzt wieder raufkommen. Oh, hätte ich den Morph-Mod, wenn man die Dinge sieht. Die Fledermaus, dann möchte ich am liebsten den Morph-Mod haben. Oh, ganz nach oben, das ist so toll. Sehr schön. Kommen wir gleich wieder raus. Also hier mache ich einen Wegpunkt Schlucht. Ich komme hier nicht raus. So, jetzt. Also, wie komme ich jetzt am besten nach oben? Ja, wir müssen den Pflasterstein verwenden. Muss ich halt dann wieder weg machen. So, und hier mache ich jetzt einen Wegpunkt. Schlucht für Minenbahn. Sehr schön. Jetzt gehen wir wieder nach Osten. Osten ist hier. Und suchen ein neues Biom. Oh, das ist ein See, ein kleiner. Schauen wir uns mal den See an. Der hat mehr Strand als See. Der müsste hier sein, ja. Der hat so viel Strand. Ah, ein Doppelsee. Okay. Wir gehen nach Osten. Wir laufen nach Osten. Ja, Mega Bio, also Large Biomes sind ja mega groß, das ist Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht, dass man so große, endlose Dinge hat. Aber das ist so wunderbar, da kann man wirklich breit bauen und muss nicht achten, dass es scheiße aussieht, weil irgendwie ein Schneebiom oder so in der Nähe ist. Da haben wir wirklich unbegrenzt Platz und das ist so wunderschön. Und es sieht noch nach etwas aus. Es ist nicht einfach nur gestreckt. Es ist wirklich detailliert auch gebaut. Also es ist halt einfach nur größere Biome und nicht irgendwie langgezogene Biome. Das ist das Coole daran. Hier haben wir mehrere Strände. Können wir auch etwas machen. Aber was mir einfach am wichtigsten ist, dass wir mehr Zivilisationen haben und auch gleichzeitig bauen, also immer wieder dort ein bisschen und dann wieder dort ein bisschen, dass einfach Abwechslung ins Projekt kommt. Und dann haben wir wirklich eine wunderschöne Welt und die gebe ich auch gerne dann zum Download frei. Jetzt momentan halt einfach lohnt es sich für mich noch nicht so. Okay, wir haben hier auch ein Meer. Wir haben zu viele Ozeane. Einfach viel zu viele Ozeane. Scheint, als würden wir auf einer Insel sein oder so. Eben die große Map ist noch nicht da. Was wir könnten, ist ein Boot bauen, aber ich denke, der Ozean wird so groß sein, dass wir, ja, wie soll man sagen, halt einfach zu lange brauchen, bis etwas Neues kommt. Ich gehe jetzt einfach mal hier nach Norden. Und schauen wir mal, ob hier ein neues Biom kommt oder nicht. Ja, okay, wir gehen über den Ozean, da wird nichts kommen.
Dann machen wir hier mal auch einen Waypoint. Ozean. So. Boot. Ein zweites Boot. Für alle Fälle. Und die Workbench nehmen wir, lassen wir hier so als Zeichen. Wir gehen nach Osten. Wir gehen nach Osten. In den Ozean. Wir tucken, tucken durch den Ozean. Wir sind ein Pirat. Hör, mit unserem gigantischen Boot. Hui, da kommt hier schon etwas. Eine Insel. Eine Insel mit zwei Bergen. Eine Insel. Das ist schön. Aha. Okay. Ist das überhaupt ein Ozean? Deep, tiefer Ozean, oh Gott. Okay, da können wir gleich weiter. Ich glaube, wenn man jetzt Boote abbaut, werden sie nicht zerstört oder nur. Wenn wir es könnten. Okay, wir haben es nicht zerstört, gut. Sah so aus, als würde es zerstört gewesen sein. Aber war es nicht. Nun gut. Schauen wir hier mal weiter nach einem anderen Biom. Also eben ein Schwarzeichenbiom und ein farbiges Biom möchte ich gern in dieser Welt haben. Das farbige Biom natürlich nicht zum Abbauen. Okay, scheinbar ist es nur eine kleine Insel. Oder ist es nur ein See? Ja, es ist nur ein See. Hallo, wenn ich sage rennen, dann renn. Okay, hier haben wir ein anderes Biom. Aber das wäre auch schön, hier irgendwo zu leben. Da drauf und so. Ich weiß, was wir hier machen. Villa. Wir machen hier die wunderschöne Villa. So, dann haben wir hier nämlich auch ein großes Ding zum irgendwas machen, also zum Bauen. Auf dem Berg werde ich die Villa oder auf dem Berg werde ich irgendwas machen, einen Aussichtsturm oder so. Und hier auf der Ebene werde ich eine Villa bauen. Oder auch irgendwo im Wald oder dort oben oder sonst irgendwas. Genau. Oder vielleicht am See, ne, irgendwo. Am See wäre nicht schlecht. Das werden wir dann mal noch. Also wenn ihr Vorschläge habt, nur zu. Schreibt es in die Kommentare. Oder auch per PN dürft ihr gerne machen. Und für die, die es nicht wissen, wie man PN schreibt, im Kanal, bei über uns, steht private Nachricht schreiben. Und dort könnt ihr dann mir etwas schreiben, wenn ihr unter meinem Kanal das macht. Und ja, also wenn ihr irgendwas habt, persönliches, oder ihr mich irgendwas wissen, Ding, was andere nicht wissen sollen, dann dürft ihr gerne hier die PN Ding benutzen. Funktion. Das sind nur Plains und hat so viel Wasser. Oh, jetzt hat sich die das Renderzeugs geändert. Wieso ist das hier hell? Aha, hier unten hat es Lava. Das sieht man auf der Map nicht. Ich denke immer, in den Plates gibt es irgendwo Dörfer. Ich hoffe, wir finden ein Dorf. Ich gehe lieber jetzt in die Plains. Hat es hier andere Blumen? Hier hat es Tulpen. Ja, orange Tulpen. Ja, ein paar können wir schneiden. Schön. Also, ich werde sehr viel bei der Villa mit Blumen und so machen.
damit es so schön wie möglich ist. Einfach ein Genießeplätzchen, wo wir genießen können. Wo wir uns erholen können von unserer harten Arbeit als Baumeister. Gut, wir suchen hier jetzt nach einem Dorf. Das ist hoffentlich nicht so schwer. Das sind ganz normale rote Blumen, oder was sind? Ja, das sind rote Blumen. Nein, das ist Mohn. Darum sehen sie so komisch aus. Okay, wir haben viele verschiedene Blumen hier. Ist das auch eine andere Blume? Nein, das ist keine andere Blume, oder? Doch, Löwenzahn. Ich kenne das gar nicht. Also, ich kenne die Blumen gar nicht so gut in diesem Texture-Pack. Dann kann ich es wirklich nicht sagen, ob das neue Blumen sind oder nicht. Nun gut, wir haben hier Lava. Mhm. Da haben wir schon 4 neue Blumen gefunden. Nur durch diese Ebene. Das ist doch schön. Also wirklich Respekt an Mojang, dass sie endlich mal richtig schöne Blumen reingetan haben. Also auch dem Entwickler natürlich von diesem Texture Pack, dass sie die Blumen so schön gemacht haben. Man sollte sich einfach nicht so viel an den Mortar verwöhnen lassen. Mojang hat halt, naja, ihren eigenen Rhythmus und ja. Aber eben dafür gibt es ja auch Mods für die Leute, die halt mehr wollen als nur Vanilla. Aber ich möchte eben dieses Projekt so nah wie möglich an Vanilla haben, da man eben auch nur Baumods und so. Oh, wir haben ein Dorf. Wir haben ein Dorf. Wir haben ein Dorf. Roger. Wir haben ein Dorf gefunden. Endlich. Unser erstes Dorf. Oh, das ist so cool. Und ein Bergbiom. Auch sehr cool. Wir haben zwar schon eins, aber... Ja, was ist denn das für ein Dorf? Aber immerhin haben wir hier Karotten. Dorf 1. Ich möchte es gerne auch durchnummerieren. Da können wir hier immer wieder nach Karotten. Also die Karotten einsammeln. Oh! Hier haben wir auch unser zweites Opfer zum Mitnehmen. Die Kartoffeln. Aber das Wichtigste ist, dass wir hier eigentlich relativ viel Platz haben, unser Dorf auch auszubauen. Ja, das ist schon nice. Ja, leider. Okay, es ist recht groß. Und deine Schmiede ist auch hier. Die habe ich gar nicht erkannt. Obsidian. Eisenspitzhacke. Nochmals eine Eisenspitzhacke. Rüssi, Äpfel, Goldbahn. Sehr schön. Also, ihr habt doch eine Schmiede. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, hier habt ihr einen Garten. Nun gut, also, ja, der Part ist genug lange. Ich werde hier den Part beenden. Bis zum nächsten Part. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.